Wir kommen heute mal wieder zu einem neuen Spiel, das ich ausprobieren möchte. Nicht im Rahmen von angeschaut und ausprobiert, sondern einfach eins mal sehen, was ich vielleicht öfter spiele. Erst mal sehen, wie mich das jetzt am Anfang begeistert. Ich hatte am Anfang Warframe sozusagen von meiner Wunschliste schon mal ausgeschlossen, weil ich dachte, okay, es ist einfach nur so ein Shooter-Game. Und habe jetzt aber nochmal bei einem anderen Review davon gehört, dass eben die Ebenen von Eidolon, also mit der Erweiterung, die da oder dem Update, das da gekommen ist, dass es eher so ein Open-World-Spiel jetzt ist, in dem ich dann ja eine Open-World erkunden kann, unterwegs sein kann und es geht auch, ja, verschiedenste Sachen einzusammeln, um wahrscheinlich meine Ausrüstung aufzubessern und sowas. Was genau, habe ich mich noch nicht weiter damit beschäftigt, weil ich möchte das einfach im Spiel selber erleben, wie das Spiel startet und was ich da anstellen kann. Deswegen starte ich jetzt mit euch auch das erste Mal ein Spiel. Mein Account habe ich soweit angelegt, also auf ins Spiel und mal schauen, wie mich das Spiel aufnimmt. For generations you've slept. No purpose, no call to wake you. But now, something has risen from the ruins of the old war. Protect the twisted crusade they have begun. To transform the scattered colonies into an empire. To see that the Tenno, hidden and asleep, will never awake. Very good point. Also ich soll jetzt meinen ersten Warframe auswählen. Perfekte Mobilität und Angriffskraft. Warframe für neue Spieler. Mal gucken, was die anderen hergeben. Dank Vollständigkontrolle über das umliegende Magnetfeld ist Mac eine Meisterin im Manipulieren des Gegners. Und Volt kann elektrische Elemente erzeugen und zügeln. Dieser Warframe richtet großen Schaden an und ist perfekt für Spieler, die eine potente Alternative zu herkömmlichen Waffen wünschen. Okay. Aber wahrscheinlich werde ich dann doch Schwertstoß, radiale Blendung, radialer Speerwurf, verschießt Wurfsperre, erhabene Klinge. Ist zumindest dann ziemlicher Nahkämpfer. Magnetisch kämpfst du Gegner zu dir, betäubst und bringst sie in Nahkampfreichweite. Aber auch wieder Nahkampf. Okay, der schießt zumindest. Beschleunigungsspule, welche im Bonus für Verbündete gewährt und ein Schild aus elektrischer Energie. Naja, okay, ich probiere es erstmal mit dem ganz normalen Schwertkampf und mal gucken, ob ich dann da noch andere Sachen ausprobieren werde. I see the Lotus has tried to wake you. Pity she's too late. No. We are taking this one with us. What has he done to you? I can't lose another Tenno. I am surging your Warframe's power systems. Quick, use your power. Defend yourself. Bra!
Okay, Warframe-Fähigkeit. An extraction ship is on its way, but the Grineer will be hunting you. Arm yourself. Okay, ich habe verschiedene Munitionstypen. Die anderen Sachen kann ich nicht einsammeln. Keine Ahnung, was das für Blasen sind. Vielleicht Lebensenergie oder irgendwas. Schlagrüstung mit heftigen Schlägen. Schnetzelschweine mit dieser agilen Kriegerklinge. Kann ich beide mitnehmen? Nee, kann nur eins mitnehmen. Your Warframe is out of power. Use another weapon. Oh, super. Keine Energie mehr. Nahkampfangriff. E. Okay. Okay. There's a cache of weapons ahead. Grab what you can. Aber ich habe doch schon volle Munition. Hat wieder was gedroppt, was ich nicht mitnehmen kann. Verstoße Fleisch und Metall lautlos mit diesen tödlichen Wurfmessern. Verzichte mit diesem halbautomatischen Schnellfeuerpistole auf Heimlichkeit. Ah, ich probiere es erstmal mit Heimlichkeit. Good. The extraction point is up ahead. Hurry, before Vor finds out you've escaped. Aber ich kann wieder nur eins benutzen. Schade. Oh. Davon habe ich anscheinend nicht allzu viel Munition. Halte die rechte Maustaste, um zu zielen und die linke, um zu schießen. Okay. Also er kann auch Fernangriffe machen. Aber wonach richtet sich denn, wie viel Munition ich habe? Jetzt hat er doch welche eingesammelt. Pistolenmunition ist voll. Ja, ich habe gar keine Pistole. Salvage Team, why have you not reported in? Weil sie nicht mehr lange leben werden. Kontrollen, während du dich bewegst, um zu rutschen. Kann ich wieder nichts davon am Pult gebrauchen. Na gut. Take what you can. You will require resources to build yourself into a diverse and effective warrior. Okay. Ubido-Formation. Was mache ich damit?
23 Credit und 106 irgendwas anderes. Hm. Okay. Okay, wenn die so komisch leuchten, kann ich irgendwas damit machen? Ich kann dagegen hauen, alles klar. 50 Energie. Und 400 Eisen. So, diese komischen roten Tropfen kann ich immer noch nicht einsammeln. Tja, die ganz schönen Dinger, da kann ich leider alle nicht einsammeln. Na gut. Weiter geht's. You made it. There's the extraction ship. Jetzt nicht mehr abgeschlossen. Der Typ. You're not ready to face war now. Use your melee weapon to block the beam and get inside. Oh, meine Energie ist fast runter. Jetzt verliere ich Lebenspunkte. This one has your name on. My decrepit heart is pounding. This one is stronger than the rest. Lock the area down. This tendril is mine. Quick, get to the console and release the lockdown. Do that, and I will guide you to your old ship. It's your only chance. Wo ist denn der Kerl? The Queens want to destroy you, but I need to know more. Noch einer. Drüben. Swaggering Madsen. I've marked the console on your map. You need to access it to release the lockdown. Ach so, ich muss die länger gedrückt halten. Los. Wieder mit X, nehme ich an. Okay. Get out of there, Tenno. You will have to face Vor another time, when you're fully restored. Grenier, my sons, prepare the reinforcements. We need that Tenno. Ne, bekomme mich nie, jedenfalls nicht lebend. Also wenn ich es länger gedrückt halte, dann wechselt er. Okay. Credits. Aber die Dinger gehen nicht auf. Muss schon cool sein. Habe ich noch was übersehen? Ja. Okay, das heißt, meine Lebensenergie ist auch schon wieder voll. Gibt es hier was zu entdecken? Nee. Nein, gehen wir einfach mal weiter. Ja. Gleich zwei auf einen Schlag. Achso, das heißt, wenn ich eine Weile aus dem Kampf raus bin, lädt sich die Energie gleich wieder vollständig auf. Fortschritt und Belohnungen. Ferret, Rubio und Credits.
Okay, und das ist die große Karte, durch die ich mich bisher... Genau, das sind nämlich die Schlauchlevels, von denen ich bisher wusste, dass sie existieren und weswegen es mich nicht so interessiert hat. Aber schauen wir mal, ob ich auf die Open Map komme. Ateno flows like fire over the battle terrain. Do you remember how to dash across walls? Oh. Wege dich entlang der Wand, während du Space drückst. Hier gibt es auf jeden Fall schon mal ein paar Sachen zu entdecken. Auch wenn sie jetzt noch nicht allzu viel bringen. Ist jetzt tatsächlich darauf rumgesprungen? Noch eine Primärwaffe. In diesem Bogen wird schweigend ahnungslose Feinde getötet und automatisches Gewehr. Okay. I'm not sure what Vor has done to your warframe, but we cannot remove it now. Just keep going. Your ship is up ahead. Okay, jetzt habe ich statt der Pfeile den Bogen. Ah, okay. Gibt's hier hinten noch was? Ja. Gut. So, noch irgendwas, was hier rumblinkt, was ich mitnehmen sollte. Also weiter geht's. Drücke Dings, um zu schießen und halte zum Aufladen. Okay, manchmal ist Geschwindigkeit besser als Genauigkeit. Okay, wir explodieren nacheinander. Detonationsampulle. Wie kann ich denn hier irgendwas auswählen? Naja, geht's erstmal weiter. Fünfundzwanzig Energie. Probios. Drücke F zum... Ach so, dann habe ich doch mehrere. Ah, ich habe die anderen doch noch. Okay, und lang ist dann Nahkampf. Aber wenn ich keine, wenn ich nur eine Nahkampfwaffe habe, dann ist es egal. Gut. Oh. Waffe wechseln.
Der fliegt ja ordentlich. Ich vermute mal die Physics-Berechnung, die hat er nicht umgestellt. There it is, your ship. Hurry, Vor's reinforcements must be on their way. Neustart. Zieh mal Bogen. Achso, wo ist denn die Bogenmunition? Wo steckst du? Ich höre dich doch. Da hinten sind sie. Und ist der andere jetzt alarmiert, wenn da ein so ein Kamerad von ihm verschwindet? Hörst du, Kollege? Ich hinterher. Oh, was denn da? Siehst du mich nicht? Disengage the suppression system so we can restart the ship. You'll have to bypass the security on that panel. Okay. Oh. Cool, kleine Hacking-Spiele. Stop touching me, you... What? Are my senses deceiving me? Operator, is that you? Enemy reinforcements are here. Ship Cephalon, we require immediate extraction. The operator is in danger? I will need a few moments to cycle the engines. You're still in the clear. No detection from enemy sensors. Tenno, are you afraid? You cannot hide from these old eyes. I've marked you. You will return to me. Tenno, the ship is ready. It's time to leave. Nein, nein, noch nicht. Ich wollte doch noch das Zeug einsammeln. Naja, ich denke mal, in der Open World wird es noch viel zum Sammeln geben. Operator, you have returned. I am Ordis, ship Cephalon. A shadow of my former self. I cannot serve the operator in such a condition. Order me to self-destruct. I will understand. Tenno, Khonzu needs your help. The Ostrons have sighted infested life forms emerging from the boil. We need to deal with this thing immediately. Report to Khonzu in Cetus. The Grenier are ravenous for this old technology. It is superior to theirs. Perhaps there are systems left in the orbiter compartment? Look at this mess. Those savages. Components have been removed. The lower orbiter compartments have no life support. Why did the operator abandon me? Bin ich der Operator? Arsenal Management could be restored, if the Operator wishes it. Okay. Force Price, Schiffsfunktion reaktivieren. Ich habe immer noch diesen komischen Marker von dem Typen dran. Syndicate Offline, Meisterschaftsrang 3 benötigt. Konklave offline, Segment benötigt. Neuigkeiten offline, Segment benötigt. Aber du hast nix. Codex offline, Segment benötigt. Markt offline, auch ein Segment benötigt. Was für eine Überraschung. Scanner ein.
Ja, und? Was macht der Scanner? Schmiede offline. Modding ist auch offline. Na schön. Und Inkubator offline Segment benötigt. Hey, da ist was. Void Relic Konsole offline Segment benötigt. Ja, da komme ich gleich dazu. Okay. Gibt es hier eine Karte? Nee. Also, was gibt es hier? Segment installieren. Okay. You honor Ordis. Now I can supply the operator with better modded firepower. Oh, the violation. Those have been looted as well. Tja, nicht viel mit Firepower, oder was? We need to figure out what Captain Vor has done to you and stop him. But we'll need help. I found a communication segment we might salvage for your ship. When you are ready, activate your navigation system. Ordis hopes the operator will punish the Grineer for dismantling it. Okay, also was ist jetzt mit dem Arsenal? Ah ja. Ausrüsten. Masse schafft zu niedrig. Oh. Das waren die Wurfmesser, Bogen und das normale Schwert. Fähigkeiten. Schwertstoß. Jagt von Gegner zu Gegner und schlagt ohne Rang. Achso, schlagt mit der erhabenen Klinge zu. Reichweite 6 auf 8, Schaden 75 auf 125. Fähigkeiten werden mit steigendem Wolfram-Level freigeschaltet und verbessert. Okay. Was habe ich denn aktuell für ein Level? Begleiter habe ich noch gar keinen. Carrier, Shade, Wurm, Helios. Kaufen. Ist das die Premium-Währung? Also wo soll ich jetzt hin? Wahrscheinlich nach... Ach, wieder nach vorne. Nee, ich will noch gucken, ob da unten noch irgendwas ist. Das sieht nicht gut aus. Ich hoffe, das Zeug kann ich dann irgendwann entfernen. Also gut, dann auf zur Mission, wohin auch immer das ist. Sternenkarte. Forcepreis, Schiffsfunk reaktivieren. Solo möchte erstmal selber ein bisschen erkunden. Erde zum Mars. Iris Dojo. Ist Iris dann die Mond Europa, Jupiter? Die sind aber alle noch blockiert. Okay, das sind die ganzen Missionsblöcke. Na gut, dann fangen wir halt am Anfang an. The segment you need is in a nearby data vault. Infiltrate the vault and retrieve the segment. The Ascaris is working, breaking through. I see the shadows of your mind.
This data vault is equipped with a variety of security measures. How you defeat those measures is up to you. Hundert Erfahrung, nur dafür, dass ich so eine Box öffne. Und 66 Munition für den Bogen sollte ich vielleicht nicht allzu sehr verschwenden. Ich habe noch nicht herausgefunden, wie schnell ich die wirklich aufgefüllt bekomme. Okay, also da oben geht es dann weiter, dann wird der nächste Teil der Karte enthüllt. Na schön. Was sind das denn für Dinge? Scanner benötigt. Den habe ich nicht, ja? Das heißt, dann muss ich die Mission später nochmal machen, wenn ich einen Scanner habe. Wenn ich wenigstens schon mal wüsste, in welchem Reichweite ich überhaupt die Sachen automatisch einsammle, wie dicht ich dann da ran muss. Also bis zu welcher Entfernung kriege ich das denn aus? Okay, sobald es anfängt zu leuchten. The target console is nearby. If you trigger the alarms now, the enemy will start destroying data. Destroying data? Das heißt, ich sollte auf jeden Fall leiser agieren. Was? They spotted you. Und jetzt? Was genau soll ich denn jetzt hier reinigen? Wie komme ich denn da rein? Data integrity verified. Retrieval okay. Was successful. Gut. The segment is yours. Head to extraction. As every moment passes, the Ascaris burrows deeper, revealing you. Schießt irgendjemand auf mich? Er kann auf mich schießen? Nee. Los, komm rein. Tenos, komm! Und Kapalus 1.
Frank Fort Order. Pistolen, Munition voll und Energie ist auch voll. Also ab nach oben. Wieso läuft denn der weg? Okay, das heißt, das Grüne ist jetzt wieder mein Evakuierungspunkt, wo ich dann hier die Mission wieder beende. Was war das mit dem Reservemagazin? Ich finde 100 Mods. Ah, okay. Ich habe irgendwas Spezielles gefunden. Hörst du, Kollege? Okay, Excalibur 1 Gesundheit aufgestiegen. So, muss ich eigentlich schon wieder lang. Die schicken auch ständig neue. So langsam fängt es an Spaß zu machen. Bogenmunition, sehr schön. Boah, das schlägt sich von hinten an. Great War Boy! Da hinten ist noch einer. Okay. Noch gelingt es mir nicht, diese ohne weiteres zu spotten. Selbst wenn sie auf mich schießen. Da ich mir jetzt schon zwei von diesen komischen Dingern da dabei. Oh, das Wasser spült mich weg. Ah, da kommt mein Schiff daneben. Der schon geplündert. Jawohl, Fortschritt und Belohnung. Okay, XP, Kalibur, MK Paris, MK Kunai. Orbiter Void Cloak engaging. Welcome back, Operator. The Operator has recovered a segment. Install it now. Ordis patiently awaits its installation. Get communications online. I must analyze what Vorz Ascaris is doing to your warframe. This technology is beyond the Grineer. It must be Corpus in origin. Segment installieren. Systems engaging. The Operator may now contact all black market scumbags. Contact arms dealers. Yeah. Excellent idea, Ordis. Tenno. We need to make contact with a Corpus defector sympathetic to the Tenno cause. They will, of course, require compensation. You see what Ordis is referring to, Operator? In this case, compensation will not be credits. It will be freedom. I've updated navigation. You will need to break him out of a Grineer gulag. Okay, keine Ahnung. Habe ich jetzt noch keinen Bedarf dran. Und geht erstmal weiter zu spielen. Hey, was ist das denn? Codex. Quests. Universum. Wachhemd und Archivwährungs. Begleiter. Carrier. 8 freie Slots. Mit Hieb- und Munitionskiste als Standardverhaltensweise. Carrier ein Suchwächter.
Also der Codex ist das Verzeichnis von den ganzen Sachen, die es gibt. First Prize, das war das erste. Julius Wache, das Zollen des Korbu. Okay. Trainieren. Basistraining, Verbesserung Mods. Antenne verbessern, also mit speziellen Upgrades genannten Mods. Es gibt hunderte, die gefunden und kombiniert werden können, um deine Ausrüstung zu stärken. Es ist deine Entscheidung, wie du diese Mods kombinieren wirst. Auslöschung. Achso, das sind dann die... Okay. Meine Königin. So, Schiffsfunk reaktivieren habe ich schon und der Waffenhändler ist jetzt die nächste Mission. Naja, dann auf geht's. Stufe 1 bis 3. The arms dealer is named Darvo. He's being held in the prison block on the other side of this factory complex. Ich habe jetzt mit dem Upgrade schon 120 Lebenspunkte. How many Grenier slaves died to build this place? Darvo is out for himself, but he is sympathetic toward the Tenno. The Grenier must have found out. The Ascaris is working, breaking through. I see the shadows of your mind. Don't let Vor distract you. Focus on the mission. It's our only hope of figuring out this link with him. Muss ich den jetzt erledigen? Keine Zeugen. Für erfolgreich 100 Stealth Kills durch. Welchen Sinn macht es denn hier umzuschleichen? Oh, boah, das war heftig. Superklasse. Ja, das war nicht so praktikabel. Übung macht den Meister. Heimlicher Erfahrungsbonus. Nein, nicht weglaufen. Okay, also da ist er alarmiert. Und, da so ein Typ an ihm vorbeifliegt, der von mir abgeschossen wurde. You're on the sensors now. You've been detected. Oh. Verdammt. Nicht gut. This is the prison block. If you can avoid detection by the warden, it may be easier to get Darvo out. Bypass the security so we can enter. Ist egal, wie oft ich daneben haue. Alarms have been reset. Okay. Thanos!
bringt doch nichts. Wenn der auf mich rumballert, lieber zum Nahkampf angehen. Salman, ich würde das sagen, und geht vorsichtig vor. Okay. Ich könnte mal ein paar Lebenspunkte gebrauchen. Jetzt könnte ich sie gebrauchen, verdammt. Aber kein einziger. Wieso ist denn das alles so unscharf? Kein Anfänger mehr. Wieso bin ich jetzt kein Anfänger mehr? Weil ich jetzt Excalibur Level 2 erreicht habe. Und damit ist jetzt meine Schildkapazität auch gesteigert. Du sollst das Ding nicht schlagen, du sollst das Ding bedienen. Was ist denn das für ein Ding? Diese 10 Schiffierungen, ja. Wie weit muss ich ihn davor halten? Ist das so eine Karte? Rainer bestrafen, beschädigt. Search these cells for Darbo. He has to be here somewhere. Niemand drin. Na klar. I owe you for this, Tino. I will get my entourage to meet us in orbit once we're clear of this mess. Okay. Extraction is ready. Remember, your success here depends on getting Darbo out of there, alive. Super. Habe ich oben eine Über... Ah, da oben. 85 hat er aktuell. Na dann, komm mal mit. So. The Lotus must be desperate to send you fetching greedy fools from the corpus. Leave me your side, Antino. I'll cover you. I wish into the hurt and come out. I kid. Gib Sekundärwaffe. Okay, der hat jetzt diese komischen Wurfpfeile. Ja, komm her! Wie soll ich denn sonst mit dir runterfahren hier? Ja, kommst du jetzt runter oder was? Okay, bist runtergesprungen. Wird er jetzt ein neuer? Ich bin anscheinend auf einem anderen Weg unterwegs. Oh, die gucken sogar in meine Richtung. Der auch? Naja, ihm geht's ja zum... Ey, jetzt renn doch nicht vorne weg, du Trottel! Vorerst kommst du nicht hinterher und jetzt läufst du vorne weg. Oh,
das sieht nicht gut aus. Hey, was soll denn das? Now the Ascaris has burrowed deep enough to give me influence. Shall we see how your shields work? Was soll denn das jetzt werden? The Ascaris is letting Vor control your shield. We must figure out how to remove it. Avoid taking damage while I try and block him. Was? Mein Schild funktioniert nicht mehr, oder was? Okay, hier unten geht's weiter. Ach, das warst du. Erschreck mich doch nicht so. Du läufst nur auf der anderen Seite runter. 64 Meter, dann müsste ich ja jetzt gleich raus sein. Bist du da? Ja. Noch einer? Los, komm, lass uns verschwinden. Abschluss. I see the operator can enable the mod segment now. Ordis will be delighted to show you how to upgrade your arsenal. May I recommend fire? Rail Control, this is Merchant Transport 3398 reporting for passage. Uh-huh. Rail Control, I don't see why boarding would be necessary. Perhaps if I sent over a sample container. Okay, der Scanner scannt die Frequenzen für irgendwelche Nachrichten. Okay, das heißt, dann kann ich jetzt upgraden. Operator, I've linked the mod segment to your arsenal now. Ja. You need to thank me. Upgrade your warframe now. Go to the arsenal to see the weapon upgrade options you have. Okay, das heißt, das passiert nicht hier, sondern das passiert dann hier drüben. Na, dann erzähl mir doch mal, was los ist. Oder was möglich ist. Ordis patiently awaits compliance in using the new arsenal features. It is for the operator's own good. Guck mal doch mal, was ich mit dem Bogen verbessern kann. An excellent find, Operator. There are hundreds of these mods to locate. If my calculations are correct, there are exactly a lot of possibilities. Install the mod before we can continue. Okay. We shape your tools. Payday. Errungenschaften freigeschaltet. 10% mehr Schaden. Okay. Maroday. Achso, das sind die verschiedenen Gruppierungen. Okay. Thanks for helping me out back there. I'm in your debt. And I often pay my debts. I recognize that device. It's a parasitic restraint. We corpus use something similar to keep our robotics in line. So, to settle my debt, I give you a very expensive blueprint. For free! Because I like you. And well, a lot of my customers don't live long with these grenier dogs chewing up the system. Here, use your foundry to build a countermeasure device from this blueprint. Good luck. Okay, damit ich eine Blaupause. Vor's Ascaris is burrowing into your warframe. I'm worried it will affect your mind. I can't lose you, Tenno. We must restore the ship's foundry immediately. Ja, nächste Mission. A nearby ore extraction colony will have the foundry technology you need. I am certain they will share it with you. Its location has been added to your navigation console.
Okay, also machen wir noch ein paar Upgrades und dann geht's los, die Schmiede zu aktivieren noch. So, wovon hängt es jetzt ab, wie viele ich dort installieren kann? Okay, die kann ich nicht nutzen. Aha. Da habe ich nichts. Ausrüstung. Olivenprisma 1. Fernbeobachter. Sternenstaub. Scanner. Sammelt Daten an, das für die später anlegen, in seinem Codex. Ja. Sammelt. Genau. 25 nur. Okay, mal sehen, wie ich die später nutzen kann. Was ist das? Aktiviert ein magnetisches Prisma, welches deine ausgewählte Glyphe anzeigt. Nur eines kann zur selben Zeit verwendet werden. Okay, die kann ich wenigstens beliebig oft verwenden. Aber dann habe ich zumindest beim nächsten Mal einen Scanner dabei. Ui. Kann ich nicht einsetzen. Den kann ich einsetzen. Kann ich auch einsetzen. Ah. Umlenkung beschädigt. Der ist nicht beschädigt. Mehr 40% zusätzliche Kapazität. Okay. Also, auf zur nächsten Stufe 7 bis 9. Auslöschung. Auslöschung. Gefangennahme. Na, das kann ja spannend werden. Tenno, we may have a problem. The colony is unresponsive. I was afraid of this. The Grineer are here, and I cannot find any signs of living colonists. You still have a job to do. Find the Foundry segment. This was once a prosperous, independent colony, until the Grineer arrived. The Queens fear you, but I will show them. Their love will return when I deliver you to them. The signal cannot be boosted any further. Hurry, we are running out of time. Oh, nein. Good sword of Clefima. You're on the sensors now. You've been detected. Alarm successfully hacked. The location is returning to normal security levels. Okay, so geht das also. Das Ding dann hacken und dann kann ich das Ding wieder rückgängig machen. Ich überhaupt nicht erkannt, dass das welche sind. Scheiße. Ich versuche immer zuerst so ein Ding zu aktivieren, anstatt mich anzugreifen. Alarms reset. Ah, da ist schon wieder einer.
Der aktiviert den Alarm. Nee, der hat jetzt keinen Alarm aktiviert, oder? Ist auf jeden Fall lustig. Ha, cool. Auf die Entfernung. Oh, da steht schon wieder einer und der meldet sich überhaupt nicht. Achso, der steht mit dem Rücken zu mir. Verdammt. Wo läuft denn der Kerl hin? Oh, ich kann mich an den Plattformen festhalten. Cool. Erwischt. Noch oh, jetzt haben sie den Alarm aktiviert. You located the foundry segment. Now pick it up. Erstmal hier aufräumen und die Leute beseitigen. Noch irgendwo einer? Wo ist der Kerl da hinten? Oh, so viele. Da ist doch noch einer. Okay, ja, mit dem Ding. Good. Your ship is one step closer to completion. Now, there is one more thing you need to do. Eliminate all Grenier and provide justice for the colonists. Was? Ich soll jetzt alle erledigen? Soon the worm will be in your spine, and I will control this warframe of yours. Na, super. I will purge your doting mother and bring you home. Okay. Zwei von 33. Ich muss noch 31 Typen erledigen. Aber ich muss das Ding jetzt nicht neu hacken. Achso, ist der Aufzug diesmal. Ah, hier ist noch was. Alarm zurücksetzen. Okay. Spezialagent. Alarms have been reset. Sehr schön. Also das wird mir auch auf der Karte angezeigt, wenn da solche Punkte sind. Oh, und da ist gleich der nächste, der wegläuft. Okay. 11 von 33, dann fehlen ja nicht mehr allzu viele. Aber ich sollte den Alarm noch zurücksetzen. Gefährliche Sprünge. So, aber jetzt habe ich sie hoffentlich hier in der Gegend. Ah, da ist noch einer. Also, zurücksetzen. Oh.
In einer Runde alle drei. Alarms reset. Wo kommt der denn her? Ah, das rote Ding. Okay. Hey, Stahlfasern. Immer noch Heimlichkeitsbonus. 300% aktuell. Naja. Leicht vorhalten, dann klappt es. Sind aber ein paar viele jetzt hier. Okay, ich habe genug Gegner getötet. Jetzt darf ich das Gelände verlassen. Also ich muss nicht alle ausschalten, die da sind. Verdammt, da sind noch mehr. Ist der schon erledigt? Okay, ausgeschaltet. Da ist doch noch einer gewesen. Hey. Ja, gibt's nichts weiter zum Einsammeln. Oh. Was wird das? Gleich ein paar Typen rausgelassen, wahrscheinlich. Ah, nee, schon so. Another job well executed. Okay. Flammenlandung. Raberei. Your foundry segment is ready for installation, operator. Will the operator build a cephalon's replacement? Extra ansehen heute möglich. Okay, also installieren wir mal den nächsten, das nächste Element für die Schmiede jetzt. Und dann kann ich diese komischen Anhängsel da loswerden, hoffe ich. Ich habe mir den Blueprint ja noch nicht angeschaut. Foundry restored. Here the operator will craft many powerful weapons and tools to exact revenge for dismantling me. To expand your arsenal. Oh no. Operator, our component storage has been looted as well. Typical Corpus. Sure, the blueprint is free, but jack up the components. Operator, we will need resources in order to build the countermeasure blueprint. War doch klar, oder? Terno, I just received a very explicit message from your ship, Cephalon. If you're looking for resources, why didn't you just say so?
I know just the place, but I demand an apology. My mother is no gymnast, and she would never eat those things. You can go straight to... Operator, I am sorry. Wow. You may want to get a new ship, Cephalon. You can afford it. That one seems glitched. I've marked your navigation with a place I know. It's good for resources. If you can stand the cold. Okay, also als nächstes werden Ressourcen gesammelt. Das heißt, ich werde die Dinger doch noch nicht los. Also, was brauche ich denn überhaupt? Luftunterstützungsladung, Arkwing, Startrampe. Ruft einen Arkwing zur Verwendung bei freien Missionen herbei. Okay. 30 Minuten. 7500 kostet das denn. Ach, ist ein Negator. Entfernt AK sicher von deinem Warframe. Eine Blaupause übrig, fehlende Komponenten. Bergungsgut, Morphide und Polymerbündel. Und jetzt Bergung, Korpus. Die Befalle des Korpuslager. Na gut. Darvo's intel suggests that this outpost is host to several rich supply caches. Raid the caches and take what you need. This outpost belongs to the Corpus, a secretive but extremely powerful merchant cult known to be working with the Grineer. Darvo will fill you in. Legions of robots, mindless automatons, freaking lasers. These guys are bad news, but they're also loaded, which is why you're here. Neurooptikmasse? Eine Neurode. Gewehrmunition, okay. Oh, explosives Fass, das sollte ich vielleicht nicht draufhauen. Nicht alles ist gut zerschlagen zu werden. Mal schauen, wie gut die explodieren. Ah. Das heißt, sie brauchen noch einen Pfeil. Oh, selbst bis hierhin. Wahnsinn. Okay, also haben eine ziemlich große Reichweite. Muss ich mich in Acht nehmen. Sind das Feinde? Guck, der Blick im Garten. Ja, offensichtlich. Hat er jetzt schon den Alarm ausgelöst? Nee, noch nicht. Oh, da stopft ein Roboter durch die Gegend. Ha, da sind die explosiven Fässer nicht mal mehr rot angemalt. Also nicht überall blind draufhauen. Aber auf Geräusche hören die anscheinend nicht. Ah, ich habe jetzt nicht mit der Nahkampf gearbeitet, aber erledigt habe ich ihn trotzdem. Kann ich die Dinger aufschlagen? Das da hinten sah zumindest so aus wie ein Durchgang. Hm, anscheinend nicht. Sind das Laserüberwachungen? Gut ab, zerstöre die Helme von 200 Korpusbesatzungsmitgliedern. Hm. Okay. Das heißt, solange die sich bewegen, sollte ich da wahrscheinlich nicht durchlaufen.
Oh, der hat eine Drohne. They spotted you. Wo kommt der denn her? Also, abschalten. Was ist das denn? Okay. Alarms reset. Okay, den Strahlen... sollte ich lieber ausschalten? Oder wie, oder was? Also, wie gefährlich sind diese Laserstrahlen? Kann ich die abschieben? Ja! Überwachungskameras zerstören. Okay, wo sind die hier? Okay, da oben. Cool. Wenn das alles ist, so einfach, muss ich den Dingern überhaupt nicht ausweichen. Und Energie eingesammelt. Kontrollpult. Gibt's aber nichts zu hacken aktuell. Ah, da drüben läuft einer rum. Erledigt. Ah, da unten ist noch einer. Bleib doch mal stehen. Ich will dir den Helm vom Kopf schießen. Ach, verdammt. Der kann sogar wieder aufstehen. Oh, da kommen noch mehr. Okay. Ne, ich habe immer noch 0 von 3 Korps lagern. So bin ich noch bei keinem wirklich angekommen. Aber da hinten sind 40 Meter. Das heißt, wenn ich da drin bin, sollte es eigentlich passen. Wie komme ich da rüber? Da unten. Und da ist der... Ich höre doch da oben einen. Okay, ist da jetzt der erste Stash drin? Ja. Polymerkisten. Gut, damit bekomme ich jetzt meine Polymere. Sehr schön. Ah, das ist noch eine Beutekiste. Keep moving, there is more here. Technically, this is stealing, but don't let that bother you. The Gorms aren't exactly beacons of moral fortitude either. They sell anything to anyone. Okay. Don't get me wrong, I like profits. A lot. But I don't sell my wares to the damned Grenier. That's unforgivable. Gut. Wenn man es mit der Moral nicht so genau nimmt. Heimlich Erfahrungsbonus, sehr schön. Okay, Nahkampf ist wichtiger. Das dauert sonst zu lange, die auszuschalten. So, 150 Meter to go. Ach du Scheiße. Jetzt drehen sie alle gleich durch. Oh,
Okay, Nahkampf. Was ist das denn gewesen? Hat der eine Energieversorgung bekommen von irgendeinem Pult hier? Ach, das ist so eine Schildaufladedings. Ja, ja. Oh, wenn die jetzt wieder zum Aktivierungspult. Hey, stehen geblieben. Verdammt. Naja, auf jeden Fall wird es schon spannender, so auszuschalten. Okay, so Alarm zurücksetzen. Das Ding funktioniert ja ein bisschen anders. Okay. Alarms have been reset. Boah, womit hast du mich beschossen, du Idiot? Ha. Dreh mir schön den Rücken zu. Aber ich höre immer noch einen Alarm. Ach so, das ist näher die Box hier drüben. Hey, das ist die Beutekiste, die nächste. Good work, but you're not done yet. Find okay. The next cache. You almost have what you need. Eine fehlt. You have murdered my sons and disgraced me before my queens. But soon, the Ascaris will complete its task and bring you to me. Okay, da ist noch einer. So, also eine Box gibt's noch zu holen und dann kann ich diesen Typen oder diese komischen Sensoren hoffentlich endlich loswerden, die er mir da als Wanzen auf dem Fels geworfen hat. Oh, verdammt. Das war die falsche. Also, wo lang jetzt? Da hinten? 1000 Meter! Nee, oder? Aber ich bin am Anfang doch an einem vorbeigelaufen, den ich hätte mitnehmen sollen. Oh Mann. Na dann, zurück. Hoffentlich muss ich nicht die ganze Strecke zurücklaufen dann. Aber da bin ich hier an dem Ding anscheinend vorbeigelaufen. Ja, ich habe noch nicht verstanden, dass das diese komischen Beuteboxen sind, die ich da aufmachen muss. Ah, da hinten. Ja, da bin ich hier zwar rumgelaufen, aber wusste nicht, dass ich das aufmachen muss. Na gut. Time for extraction. Okay, jetzt kommt der Typ gleich wieder. Ja, war ja klar. The Ascaris has reached your mind and rendered your lotus mute. You will return to me over your own free will. Naja, es muss ja knapp dargestellt werden, damit es so aus. Okay. Jetzt sagt mir nicht, dass ich doch wieder den ganzen Weg zurücklaufen muss. Ach, Manno. Die Strecke kenne ich ja schon und anscheinend spawnen die zumindest nicht wieder neu. Ja. Ha, da ist noch einer. Hey, da sind noch mehr. Ja, wenn ich ihn zweimal treffen muss, ist auf jeden Fall kein Heimlichkeitstreffer mehr. Ach, da vorne steht auch noch einer. Nee. Ah! Yeah.
Alarms successfully hacked. The location is returning to normal security levels. Ja, sobald ich die ausgeschaltet habe. Wenn der nicht gleich einen neuen auslöst. Okay. Abgetrennte Hände. Das war's fast. Was? Ich höre jemanden durch den Schnee stapfen, aber ich sehe ihn nicht. Ah. Sehr schön. Heimlichkeitsbonus. Und ab nach Hause. You are mine. Na super. Feindgespür. 3 Feindradar. Achso, Gesundheitskugeln geben Energie und Energiekugeln geben zusätzlich Gesundheit, okay? Operator, are you alright? Naja. This part of your journey is over, Tenno. I admire you for your struggle. But now, I am part of you. Lotus, do something. Help the operator. We Grineer are millions strong, but with a flaw, we are diseased, rotting, sterile. But now, we have you. Operator, do not abandon me again. Build the countermeasure. Ich muss ja den Blueprint jetzt herstellen können. Also mal gucken. I did this for my love, my queens. They will forgive my insubordination when I deliver you to them. Aha. Our love will be reborn as we feed on your divine blood. Our children will flourish without disease. And I will die at last at peace. Father, grandfather. What do you think you're doing? Tja, ich werde deine Pläne vereiteln. Was soll ich denn sonst machen? Klar, herstellen. 30 Sekunden. So, mal gucken, was sonst noch von den neuen Dingern irgendwie ausgerüstet werden kann. Also, Verbesserungen. Da ist noch nicht wirklich was freigeschaltet. Okay, für die kann ich nichts weitermachen. Dann mal gucken, was ich bei meinem Bogen noch verbessern kann. Schaden, 2,5% Schaden gegen Korpus oder gegen Greener. Das hilft mir an der Stelle auch nicht weiter. Ja, von denen habe ich auch noch nichts gefunden. Aber hier gibt es mehr als bei dem anderen. Haltung, Marudai, Marazin, Naramo, Centurik und Unairo. Mal sehen, wann ich da was Passendes finde. Also, du bist fertig mit der Herstellung. Ja. Okay. Aber 10 Gegenstände in der Schmiede. Ha, sie sind weg. What a waste. Tenno. Good. You managed to disarm Vorus Ascaris. I thought I lost you. Nein, ich bin noch fit und einsatzbereit. Oh no. The Ascaris had a tampering failsafe. It's burrowed into you and armed itself. We'll need to find Vor before it detonates. Get to navigation.
Boarding a Grineer ship to access their personnel records will be the fastest way to find Vor. Na, schön. Operator, what are you waiting for? Ja, auf zur nächsten Mission. Wäre ja auch zu leicht gewesen. Ordis assumes finding Vor implies violence. Negator herstellen und Navi-Segment beschaffen. Hello, Operator. May I suggest you access navigation and save your life for my sake? Ja, machen wir das. Venusbrücke. Schließt den Pfad zur Brücke ab und erfülle alle aufgelisteten Aufgaben, um Zugang zu einem neuen Planeten zu erhalten. Sammle 20 Mods, beende Force-Preis, installiere 4 Mods auf einem einzigen Warframe oder einer Waffe, werte irgendeine Mod durch Fusion auf und besiege 3 Eximus-Gegner auf der Erde. Na prima. Na gut, machen wir erstmal die Mission weiter. Das heißt, ich werde überall eigentlich durchgeschleust, bis ich dann so einen Planeten abschließen kann. Also erstes Navigationssegment. The systems on this Grineer Galleon can be made compatible with your ship. Find and extract a navigation segment. Ja, also erst ein Navigationssegment, dann muss ich noch das andere Teil finden, um dann eigentlich die ganze Kette abzuschließen. You have murdered my sons and disgraced me before my queens. But soon, the Ascaris will complete its task and bring you to me. Naja, schauen wir mal. Ein bisschen Zeit scheine ich ja noch zu haben. Und wahrscheinlich wirst du der erste Bossgegner oder irgendwas werden. Ich frage mich ja, was die Ressourcen aktuell wirklich bringen und wie schnell man dann später weitere finden kann. Ob es wirklich lohnt, jede von den Kisten mitzunehmen, weil bisher sind die noch nicht so speziell. Juhu, nochmal 200 Erfahrungspunkte. Doch mal stehen. Na also, geh doch. Na, dann bin ich ja gleich da. Mal gucken, was dann ausgelöst wird. Okay, der hat mich schon gesehen gehabt. Also, weiter. Oh, was ist das? Noch 50 Meter. Nein, nicht aktivieren. Es ist schon aktiviert. You're on the sensors now. You've been detected. Naja, zumindest kommen sie dann alle an und ich muss nicht allzu lange rumsuchen, bis ich sie finden. Aber ich muss zumindest schnell genug sehen, wo sie gerade stehen. Okay, Schildkapazität ist gestiegen. Sehr schön. Kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Hat er jetzt eine Waffe aufgehoben? Da hat mich irgendjemand mit einer Explosivgeschoss geschossen. Das gibt's ja nicht. Also, erstmal den Alarm deaktivieren jetzt. Wo ist er denn? Aber das war nicht das Terminal, was er vorhin aktiviert hat. Aber anscheinend ist es dann egal, welches ich deaktiviere. Zumindest brauche ich aktuell noch. Ja.
Aktuell brauche ich noch keine Dechiffrier-Dinger, um die zu aktivieren oder zu deaktivieren. Wird wahrscheinlich später deutlich teurer werden. Wenn ich dann da noch irgendwelche Zusatzelemente brauche. Und jetzt die Navigationskonsole klauen. Ja. Good work. We have what we... Wait. Tenno, coordinates in this nav segment put the Galleon on a direct course to a convoy of colonists. You have a choice. You can extract now, or you can disable this Galleon and save the colonists. Saving the colonists could jeopardize this mission. I recommend you head straight to extraction, but the choice is yours. Oh, na super. Wir machen das natürlich knapper, also werde ich natürlich die The Ascaris failsafe is attacking your systems. Your super. Shield capacity has just been halved. You're wasting precious time, Tenno. Ja, super. Also, retten wir mal die Kolonisten. Achso, jetzt wird nur noch die 90 angezeigt. Das heißt, das Lilane ist eine Überladung von den, vom Schild. Das heißt, ich hatte noch 180 Kapazität, aber dann hat es nur noch für 90 gereicht. Okay. Ist ja lustig, wie immer so Stück für Stück dann die neuen Map-Fragmente auftauchen. You've reached the ship's power systems. Destroy the reactor. Okay. Destroy the fuel injectors. Wo steckst du? Ich habe dich auf jeden Fall schon gehört. Okay, du hast mich schon gefunden. Verdammt. Noch einer. Okay. Ach du meine Güte. Cool. What's one? Oh. Komm, schick noch mehr. Zweihundert Schuss hat's noch. Naja, machen wir erstmal weiter. Na komm. Ah. Das heißt, ich muss nicht auf das Ding ziehen. That should take the pressure off the colonist ship, but you need to get out of there. Get to extraction before the reactor goes critical. Okay. We've been locked out. Let's override the security. Was? Okay. Override complete. Move on. Gut. Die waren hier auf jeden Fall vorher noch nicht da. Hey, da geht sogar in die Deckung. Ha, da ist der Ausstieg. Cool. The colonist ship has been lost. I know it was a difficult choice,
but many more in the future depend on your survival today. Was? Wieso ist es jetzt verloren gegangen? Hätte ich noch irgendwas anderes machen sollen? When you are ready, proceed to the navigation console. Okay, wie lange dauert jetzt das Ganze noch? The detonator is charging up. You need to bring Vor down. He thinks he can capture you again. Don't worry, I will be with you. Let us show him how much you have learned. Na los, dann auf zum Captain. Are you ready, Tenno? Facing Vor is the only way to rid yourself of him. This is our chance. Vor has been stripped of his elite guard. He is vulnerable. Take him out. Beine ausgeschaltet. Hey, da ist noch einer. Du wirst jetzt schon Alarm aus, bevor er mich gesehen hat. Verdammt. Ja, super. You've been seen. I could have saved the Grenier, but they cast me out. Maybe it's not too late to draw your divine blood. Ah, der Typ hat sich gleich gemeldet. Super. Okay, wo ist jetzt der Alarm, damit ich den wieder deaktivieren kann? Da oben. Okay. Das sieht doch nach einem Typen aus. Oh, das sind auch alles welche. Der ist da einfach rübergesprungen. Aber er hat keinen Alarm ausgelöst. Da ist noch einer. Noch welche? Nichts zu hören, nichts zu sehen. Ups. Bisschen zu hoch. 9. Wenn ich da unten runterfalle, ist wahrscheinlich das Spiel vorbei. Was? I will put you down like a rabbit, Cobra. Ja, das werden wir ja gleich sehen. Hören die auch, wenn die rufen? Oder hören die nur, wenn der Alarm losgeht? Ah ja. Kommst mir nicht. Gut, Greif, Tenno. Attack! Oh, verdammt, zu viel. Foolish, Tenno. Do you realize your Lotus has sent you to die? Strike to the Grenier! Okay, da ist der Typ schon. Target spotted. Stay sharp. This one is a handful. Das ist über ein was?
will join us, one way or another. Kannst du vergessen. For my queens! Ist außerdem noch jemand da? Oder ist er schon der Letzte? Your corpse will serve us well! Lass mich noch ein paar andere ausschalten. Ah, der ist schon wieder hier oben. Your corpse will serve us well! Ganz sicher nicht. Nicht der andere Kerl eigentlich. Ich kann mitten im Kampf noch ein Stealth machen, ist doch ein Scherz. Hey, du hast nicht mehr viel Leben, ne? Oh. Verdammt. You will join us one way or another. Ganz so leicht ist es dann doch nicht, den zu erledigen. This will hurt. You will join us. One way or another. Schießt er durch die Plattform dadurch? Was ist denn das für ein komisches Gebitze da hinter mir? Strike to the Grenier! Sind das irgendwelche Granaten? Ist doch mal ein Scherz. This one has your name on it! Your corpse will serve us well! Oh, verdammt. Jetzt wäre ich fast in die Lava gesprungen. Oh, my dreams! Wo ist der schon wieder hin? Join us, one way or another. Was macht der so? Okay, jetzt hat er wieder irgendwelche anderen herbeigerufen. Your corpse will serve us well. Oh, Pause, Pause, Pause. Schild aufladen. Oh, da ist noch was roter Erz. Okay. Strike to the Grenier! Play with this! Your corpse will serve us well! Ah, that's it, Captain. Tenno, look. The Ascaris detonator has just disintegrated. It's as if it was directly connected to Vor. You're done here. Okay. Go to extraction. Okay. Dann war's das. So, wo sind jetzt noch feindliche Kräfte? Wäre ja blöd, wenn ich jetzt auf dem Rückzug noch drauf gehe. Da ist noch einer. Der hat den Kampf verschlafen. Schlechte Soldaten. Da wird sein Boss 5 Meter neben ihm erledigt und der steht an der Ecke rum. Sowas.
Naja, ab zurück aufs Schiff. Jetzt habe ich endlich meine Ruhe vor dem Typen. Okay. Ich habe dich gehört. Zu spät, habt ihr schon erledigt. Das ist so eine interessante Ressource. Ha, hätte ich fast so eine Ausrüstung liegen lassen. Oh, jetzt ist natürlich der Fahrstuhl weg. Blöd. Ich hoffe, ich komme da trotzdem wieder hoch. Ah, hier. Okay. Also 100 Meter. Dann bin ich draußen. So, wo steckst du jetzt noch? Auf jeden Fall ist er ziemlich laut zu hören, als ob er gleich um die Ecke steht. Ha, da ist mein Aufstiegspunkt. Ja, die waren direkt um die Ecke. Also, soweit. Oh. Ja. Okay, noch eine kleine Jobran-Einlage. Super. Oh, ich muss nicht die ganze Mission nochmal von vorne machen. Auch gut. Aber da muss ich mir noch ein bisschen überlegen, wie ich da jetzt am geschicktesten rüberkomme. Okay, also in der Mitte kann ich schon drauf springen. Okay, ist doch recht entspannt. Muss mich nicht beeilen. Okay, das war's. Target down. Assassination contract complete. Great work, Tenno. You've done it, Tenno. Vor's Ascaris is gone. You are free now. But your work has just begun. The origin system is in chaos, and it needs you, Tenno. Okay. Vor was just a part of the Grenier machine, and we have seen that the Corpus have begun amassing weapons of their own. It is a dangerous time. Ordis will gladly assist the operator in cutting a bloody path in whatever mission they choose. We will be at your side. There will be others too. It is time for the Tenno to return. So, what mission will you do next? So, für die erste Runde jetzt mit 3 Stunden reicht es erstmal. Ja, auf jeden Fall macht es erstmal noch Laune und mal sehen. Ich werde bestimmt noch ein paar Mal wieder vorbeischauen. Also dann bis zum nächsten Mal und viel Spaß auch euch beim Spielen von Warframes. Mal sehen, wann ich meinen Warframe dann so weit aufgelevelt habe, dass ich dann die höheren Missionen und so weiter alles noch besser schaffen kann und wirklich andere Ausrüstung dazu hole. Aber mal schauen, was da noch alles auf mich wartet. Forcepreis. Quest abgeschlossen. Meine Königin. Operator, are you enjoying the view? Ja. Ihr hattet recht, die Bedrohung der Tenno ist wahr. Wir fanden einen in der Nähe von Pluto. Doch Lotus wusste, dass wir kommen. Sie öffnete die Kryokammer, bevor wir Hand anlegen konnten, und schickte einen Trupp anderer Tenno, die unseren Angriff abwendeten. Sie sind entkommen. Wir arbeiten daran, sie zu orten, diese Tenno von der Gruppe zu trennen.
sollte ihn zu einem einfachen Ziel machen. Wir haben die Warframe schwer beschädigt und gehen davon aus, dass die rasche Öffnung der Kryptokammer Schaden an dessen Erinnerung angerichtet hat. Ja, im Moment weiß ich noch nicht allzu viel. Wir warten mit Spannung auf die Bestrafung, die unser Versagen uns einbrachte. Boah. Naja. Also, bis zum nächsten Mal.